Ja, danke schön. Ja, danke schön. Ich bin etwas erkältet, deswegen ist das Rückgrat sicher auch leicht gebeugt. Und dann habe ich heute Mittag noch einen Wespenstich bekommen, als ich angehalten habe, was mir natürlich für die Wespe leid tut. Ja? Das ist klar. Also es ist ja so, wir haben uns bis jetzt ja in den letzten 2, 3 Stunden mit den organischen Grundlagen des Lebens befasst. Und das ist ja auch letztlich wirklich wichtig, weil mit Merleau-Ponty gesprochen, wir ja dem Leib a priori nach wie vor unterworfen sind, auch wenn wir uns so kommunikativ mehr oder minder verflüchtigen und diese Gehirnpartien da hauptsächlich beanspruchen. Und damit verglichen ist ja das Geld und Finanzen sind eigentlich unwichtig, weil es sind ja nur Zeichen, die letztendlich wertlos sind. Aber in bestimmten Gesellschaftsformen wie der unseren nimmt das dann eben eine große Bedeutung ein. Und wenn das dann nicht so funktioniert mit den Überweisungen und solchen Geschichten, dann haben wir eine wunderschöne Wirtschaftskrise, ja. Und alle fragen sich dann, wie kam denn das? Ja, und so hatten wir ja auch eine Finanzkrise. Und die Frage lautet, haben wir, ist die Frage, wer ist wir eigentlich, aus den Finanzkrisen gelernt? Und wenn ja, was? Und ja, jetzt habe ich es kapiert, ja. So, kleiner Überblick. Werturteile, Narrativ, Primärphänomen, die Verschuldung, verschiedene Treiberfaktoren, europäische Finanzreformchen und die Reformagenda. Ach du Schreck, ja. Das ist ja 4 Uhr. Naja, ja, fangen wir mal mit den Werturteilen an, ja. Das ist ja an sich selbstverständlich, dass man irgendwelche Werturteile hat und mit denen an Sachfragen herangeht. Wenn wir uns aber jetzt anschauen, wie die Euro-Krise und die Finanzkrise diskutiert wird, stellen wir fest, dass das meistens anders läuft und das halte ich falsch. Wie läuft das meistens? Läuft so, dass man erstens Nahkampf macht. Also zum Beispiel hätte ich dann jetzt über die Bankenunion geredet und hätte gesagt, ja, an sich schon, aber besser nicht die EZB und statt 55 Milliarden 80 Milliarden und so weiter. Ja? Und man hätte also so ein praktisch kleine Karos gemacht und hätte sich an das angeschlossen, was gerade diskutiert wird und dann halt ein bisschen andere Vorschläge. Ja, gut. Das will ich aber nicht machen, weil ja vielleicht die offizielle Debatte eine gewisse Irreführung ist. Ja? Das heißt, wir haben da ein Riesenproblem, dann wird da ein wunderschönes Kartenhaus errichtet, alle gehen ins Kartenhaus rein, passen auf, dass es nicht zusammenkracht und die eigentlichen Probleme, ja, die bleiben halt dann ein bisschen außen vor. Fehler Nummer eins, falle ich nicht drauf rein, gell? Und dann zweitens, es gibt meistens nach Meinung vieler eine erstbeste Lösung. Das heißt, Leute sind ganz sicher als Ökonomen oder sonstige Schlaumeier, ja, dass also entweder eine Bankenunion oder Eurobonds oder eine Staateninsolvenzverordnung oder eine internationale Schuldentilgungskonferenz, sondern man könnte jetzt noch 30 andere Varianten hier aufzählen, dass das Nonplusultra ist. Und ohne das bricht alles zusammen und man ist total sicher, nur so geht's. Und das ist natürlich Hybris, ja, weil wir gar nicht genau wissen, was der erstbeste Weg ist. Und wir wissen auch gar nicht, ob es realistisch ist. Da gehen Tausende von Annahmen ein. So, und jetzt kommen wir da halt auf diese Werturteile. Wenn man verschiedene Finanzmarktreformen und Geldreformen vorschlägt, muss man zunächst mal sagen, wozu das eigentlich gut sein soll und welche Wertprioritäten man setzt. An sich eine Trivialität, wird aber, wenn man sich die Wirtschaftspresse und so anschaut und die Beiträge der schlauen Wissenschaftler in dem Bereich, wird das gelegentlich so übersehen. So, was ist jetzt also die Finalität? Und jetzt haben wir schon den Lyotard gehabt, also so ein Metaparadigma, leitkulturelle Metavorstellungen, das fällt uns heute schwer und deswegen jetzt ganz elementar ein paar Werte. Ja? Also zunächst mal Entscheidungen im Euroraum und hierzulande sollen, wenn es geht, demokratisch gefällt werden. Ja, kann man sagen, schön langweilig. Heute ist es aber so, dass der ganze Euroraum zusammengebrochen wäre, wenn nicht der Herr Draghi gesagt hätte, wenn es schief geht, kaufe ich euch den ganzen Plunder ab. Ja? Also sozusagen eine Allianz-Allround-Versicherung. Ja?
Mit anderen Worten, die Politik handelt in gewissem Sinne nicht und eine Zentralbank, deren Leute ja nicht unmittelbar gewählt werden, die sind Ersatzpolitiker. Ja? Würde ich sagen, ist mit so einem demokratischen Minimalverständnis nicht vereinbar. Ja? Auch die Sache, wie die Rettungsschirme so durchgejagt wurden, dass nicht mal der arme Bundespräsident, war ein Verflossener jetzt, ja, das Hemd wechseln konnte und so weiter. Das ist alles nicht geeignet. Oder dass meinetwegen die großartigen Abgeordneten in Berlin einen Tag vorher so 500 Seiten kriegen, dann durften sie es durchlesen, am nächsten Morgen durften sie dann zustimmen. Ja? Also das sind eben wirklich unmögliche Zustände, von anderen, NSA und so weiter, gar nicht zu reden. So, zweitens, es sollte minimal sozial im Euroraum oder in der EU vor sich gehen. Ja, ja, was heißt denn jetzt sozial? Da kann man ja nur wirklich drüber streiten. Ja, Mütterrente, ja oder nein, tausend Diskussionen. Aber ich würde sagen, ein Minimum ist dann erreicht, wenn in einigen Ländern, zum Beispiel Griechenland, die Kinder morgens in die Schule kommen, was sie sonst vielleicht seltener gemacht haben, und sagen, habt ihr mal was zu essen zunächst mal, ja? Oder wenn Leute keine Medikamente mehr kriegen und. Und zwar völlig unabhängig davon, wie stark die Betreffenden selber mit an der Misere, in der sie stecken, schuld sind. Ist völlig egal, ja? Es unterschreitet einfach ein gewisses Minimum. Kulturell divers soll heißen, wir sollten keine Eurozone oder EU-Regelungen, also Eurozone errichten oder EU-Regelungen haben, bei denen es so ist, dass alle nach der Pfeife eines Landes, zum Beispiel von Leistungswettbewerbsvorstellungen und so weiter, tanzen sollen. Ja? Das ist ja die Vorstellung einiger. Wir machen eine Fiskalunion, dann haben wir einen Oberkommissar und der kontrolliert, was in den Ländern vorgeht, bis in die Haushaltsgestaltung. Ja? So geht's nicht. Dann legal, ja, ist lustig, wenn ich das sage, weiß ich schon, aber es muss ein Minimum an Legalismus da sein, ja, also zum Beispiel haben wir einen EU-Vertrag, dann wird der mit Beethovens Fünfter oder wievielter, wird das feierlich inszeniert und ein paar Tage später sagt man, ist aber irgendwo auch egal, ja, wir machen jetzt eine Zweckgesellschaft, um eigentlich das Beihilfeverbot zu umgehen, ja. Also erst sagt man Finanzkrise, Zweckgesellschaften sind dafür verantwortlich gewesen. Wo wurde die gegründet? In Luxemburg, natürlich, wie die meisten. Ja, haben wir jetzt Luxemburg-Leaks und also mit anderen Worten, wenn man einen EU-Vertrag macht, hat man sich auch an den zu halten oder man muss ihn übers reguläre Verfahren verändern. Ja? Was hier aber gemacht wird, sind Tricksereien und dann darf man sich nicht wundern, wenn der einzelne Bürger dann halt beim Brückenschaden Tempoarzt mit 130 durchfährt. Ja? Das ist dann kein Wunder. Gut, dann es muss minimal gerecht vor sich gehen. Ja? Was heißt gerecht? Ja, gerecht heißt zum Beispiel, dass wenn wir in einem wunderschönen marktwirtschaftlichen Kapitalismus leben und wenn es aufwärts geht und bestimmte Leute Gewinne einfahren, sie dann aber auch bitte die Zeche zahlen, wenn es mal andersrum läuft, nämlich wenn es bergab geht. Ja? Und was wir hier haben, ist sozusagen ein gewisser Negativsozialismus, nicht? Und gibt ja verschiedene Berechnungen, wie viel da in Euroland ausgegeben wurde oder in der EU 5 Billionen, von mir aus können es 10 oder auch 2 gewesen sein. Das ist schwer zu berechnen, wenn man ja auch die BIP-Einbrüche da hinzurechnet. Ja. Auf jeden Fall, so geht es nicht. Ja. Wir können nicht sagen, wer hat, dem wird gegeben. Ja. Die Letzten werden die Ersten sein und so weiter. Das ist, geht einfach nicht. Und ökologisch sollte es auch vor sich gehen. Jetzt kann man sagen, ja, was zum Henker heißt ökologisch? Ja? Also lang da Urban Gardening und dass wir jetzt die EZB meinetwegen mit Strickmustern versehen. Also wie geht das? Und meiner Meinung nach ist auf jeden Fall klar, um das jetzt mal auf der Makroebene zu sagen, dass das BIP-Wachstum nicht das Zwischenziel Nummer 1 zur Lösung aller Probleme, also aus der Krise herauswachsen, ja, das geht schlicht und einfach nicht. Hier ist das jetzt wohl Common Sense, dass das nicht geht. Nur dummerweise ist das die Leitparole aller politischen Instanzen. Und zwar ganz egal, ob wir jetzt hier Berlin nehmen oder ob wir Brüssel nehmen oder den IWF oder die OECD oder welche Schlaumeier es sonst noch so gibt, ja. Und das hängt halt damit zusammen, dass langfristig, jetzt mal egal, säkuläre Stagnation oder was auch immer, dass die Wachstumsraten halt runtergehen. Ja? Wenn wir uns das durchschnittliche jährliche BIP pro Kopf und Jahrzehnt in den Gründungsstaaten der EU anschauen, ist wohl ein klarer Trend. Ja? Wenn wir jetzt uns gucken, Deutschland über alles, reißt es auch nicht raus. Ja? Ist im Grunde genau der gleiche Trend.
Jetzt kann man sagen, ja gut, das sind die alten EU-Länder, ja, jetzt sind ja ein paar neue dazugekommen, vielleicht spucken die nochmal in die Hände und heben das Bruttosozialprodukt, leider auch nicht, gell? Und dann können wir sagen, ja, aber die USA, da ist nicht alles so reguliert und die Arbeitsmärkte sind flexibler und überhaupt, da beklagt sich nicht jeder und schiebt es dann aufs System, nicht? Vorhin hatten wir die Folge. Und wie ist das denn da eigentlich? Da müssen wir sagen, ja, selbst in diesem Land ist das nicht so viel anders im angelsächsischen Bereich, ja. Und dann kommt natürlich dazu, dass wir sowieso die Umwelt ruinieren und CO2-Produktion pro Kopf muss auf 2 Tonnen pro Nase runter. Und wenn wir mal schön Auto fahren, von A nach B haben wir das schon erreicht. Und wie wir hier sehen, Ernährung, Beheizung, privater Konsum noch gar nicht eingerechnet. Also das heißt, egal wie wir es drehen oder wenden, ist eine schlechte Idee, hier aufs Wachstum zu setzen. Und wenn man das vor einem halben bis dreiviertel Jahr gesagt hat, dann wurde einem gesagt, ja, aber vielleicht klappt's doch. Ja, jetzt nicht in so Kreisen wie hier, aber anderswo. Und jetzt haben die ja gemerkt, nee, irgendwie funktioniert das nicht. Gell? Also die Realität hat das sozusagen ein bisschen eingeholt. Deswegen, auf der einen Seite, es muss gespart werden in der Eurozone und in der EU und auf der anderen Seite, es muss Geld ausgegeben werden. Ja. Und wer macht das? Der Juncker sagt, wir machen das. Wir geben mal schlappe 400 Milliarden geben wir aus. Fragt man, wie willst du das machen, ohne dich weiter zu verschulden? Sagt er, ja, wir arbeiten dran. Ja, ja, ist ja so, gell? Und dann kommt ein Deutscher, Konservativer eigentlich, der bei der Europäischen Investitionsbank Chef ist, und der denkt dann, ja, klasse, da blähen wir hier den Etat auf, vielleicht kriege ich ein bisschen mehr eventuell. Und dann machen wir das doch über die Europäische Investitionsbank, da können wir den ganzen Salat noch ein bisschen hebeln, auf das 10- oder 20-fache, ja, dann sieht das nach wenig aus und zack, kommt eine Menge raus. Da kann man sagen, das kennen wir schon, das Motto. Also, Wachstum funktioniert nicht, ja, die Superlösung, die einzig objektiv richtige, so wie wenn ich eine Brücke baue, brauche ich so und so viel Zement, ja, darüber lässt sich nicht viel diskutieren, wenn es zu wenig ist, kracht die ein. Aber im Euroraum ist es halt so, man weiß nicht genau, was ist jetzt die erstbeste Politik. Ja? Sollen die Pferde nach hinten zurücklaufen, rückwärts? Geht ja zumindest beim Parcours. Und wir haben eine Renationalisierung, no bailout, oder soll es nach vorne losgehen und dann haben wir eine Fiskalunion, ja, und Kontrollen und sonst was. Also das weiß man ja nicht genau. So, das war der erste Punkt. Sind wir schon beim zweiten, das Narrativ, ja? Wenn man nicht genau weiß, wie es ist, sagen ja jetzt die meisten Ökonomen mein Narrativ. Ja? Damit sagt man, ich habe keine Metatheorie und es gibt sicher auch andere wichtige Aspekte, aber das scheint mir somit am wichtigsten zu sein. Ja? Also das heißt es, wenn man sagt, das Narrativ. Und ich sage es jetzt auch mal. Und das Narrativ sind halt manisch-depressive Finanzphasen. Ja, jetzt kann man sagen, schon wieder so ein Hobbypsychologe. Ja. Aber das ist schon auch ganz ökonomisch gemeint. Also üblicherweise denken wir ja, die Haushalte, die sparen und die Finanzinstitutionen, die transformieren, nicht? Also sparen und investieren noch länger, ja, und die mixen das alles zusammen, da kommt das was Verträgliches raus. Die Unternehmen investieren, das können die dann, wenn die Finanzinstitutionen da vernünftig funktionieren, und dann steigt das BIP und alle freuen sich, gell? Das ist ja das, was wir in den Lehrbüchern auch den Studenten so mehr oder minder erzählen. Und jetzt gibt's ja aber so eine Gegengeschichte von dem Veblen und dem Galbraith und dem Historiker Kindleberger und dem unvermeidlichen Hyman Minsky. Das ist ja aus ganz verschiedenen Theorierichtungen, Schulen und so weiter. Die waren ja nicht gerade so auf der Leseliste der üblichen Ökonomie, jetzt schon ein bisschen mehr, ja. Dank Krise kann man sagen, gell? Das sind also Krisengewinnler hier. Leben aber auch alle nicht mehr, außer Galbraith Junior, aber das macht denen auch nichts, die waren alle sehr selbstbewusst. Also auf jeden Fall ist da der Punkt, das ist im Grunde ein total einfacher, ja, und Ökonomen würden dem sicher misstrauen, weil, Gesundheit, weil bei Ökonomen ist es so, die gehen davon aus, was nicht kompliziert ist, das kann nicht ganz wahr sein, ja, oder das spricht eher dagegen, ja, und meiner Meinung nach ist es aber eine ganz einfache Geschichte. Man hat irgendeine Verschiebung, eine Bonanza, ja? Also wir hatten ja, das kennen ja einige, diese Tulpenmanie vor ein paar hundert Jahren, nicht? Die Niederländer, die dann da die Tulpenpreise da in die Höhe gejagt haben, ja? Und doof, wenn dann mal einer eine versehentlich gegessen hat und so, wie bei sozialer Plastik, nicht? Vom Beuys, diese Geschichte.
Geschichte da mit der Badewanne. Dann gibt's neue Möglichkeiten, tun sich auf, ja, oh, super, neues Feld. Das können auch ganz andere Sachen sein. Das können zum Beispiel Junkbonds sein oder das können Internetfirmen sein, ja, also der Internet-Hype, wo man gedacht hat, jetzt kann es so und so viele Hunderte von Unternehmen geben, die plötzlich Milliarden wert sind, nicht heute, aber übermorgen oder so ähnlich. Und das ist eben so eine kollektive Krankheit in gewissem Sinne, die dann immer ausbricht. Dann haben wir einen Boom, dann Euphorie, dann gibt es eine gewisse Abweisung und Unbehagen. Ja? Also wenn dann die Preise so richtig raufgehen, fragen sich einige, na, ob das auf Dauer gut geht. Gell? Ist das Unternehmen wirklich so viel wert, wenn es nur so und so viel Dividende zahlt? Und wenn das dann ein zu großes Missverhältnis gibt, dann findet die Erdung statt sozusagen, dann steigen einige aus, dann gibt es dann steigen andere auch aus, ja, dann gibt es eine Panik und dann im wahrsten Sinne des Wortes Misskredit und dann müsste es eigentlich eine Depression geben, ja, und dann knallen einige Betriebe zusammen und dann geht es wieder von vorne los, ja, so einfach ist es. Und entscheidend ist jetzt halt hier dieses Leverage, ja, das heißt die Verschuldung. Also wenn viel Verschuldung dabei ist, dann wird es ärgerlich für alle. Wenn weniger Fremdverschuldung da ist, dann kann es auch glimpflich ausgehen. Also zum Beispiel hatten wir ja den neuen Markt und diese Dotcom-Unternehmen, ein paar hundert hinterher, ja. Die wurden ja im 10-Minuten-Takt bei der deutschen Börse durchgewunken und so, ja. Und vorher schön aufgepäppelt von der Deutschen Bank oder anderen, ja. Weil unter 50 Millionen haben sie es ja nicht gemacht, weil sie da ja von Prozenten her bezahlt werden. Und das war aber nicht schlimm. Ja, wir hatten hier ein paar hundert Unternehmen und die sind sang- und klanglos innerhalb vom halben Jahr zu 90% alle verschwunden. So, gab es eine Riesenkrise? Ja, eigentlich nicht. Warum? Leute hatten Geld, die haben das reingesteckt, das Geld ist verloren gewesen und weiter im Takt so ungefähr, ja. Aber wenn wir jetzt eine hohe Verschuldung haben, dann hat das Auswirkungen auf die Gesamtökonomie. Ja? Dann geht eine Bank pleite und das hat Auswirkungen auf andere. Die verkaufen dann Sachen, dann sinken generell die Preise, dann können andere sich nicht entschulden, ja? Weil dann eben die Preisspirale nach unten geht im Deleveraging-Prozess und so weiter. Und deswegen kann man sagen, sowas passiert andauernd und ist meiner Meinung nach so irgendwie der Kernprozess, ja. So Wirtschaftshistoriker, die können in den letzten 20, 30 Jahren, können die alle paar Jahre eine Geschichte erzählen, die immer auf sowas letztlich zurückgeht, ja. Zum Beispiel die Subprime-Krise war im Grunde auch sowas, ja. Leute hatten kein Geld, man hat das aufgeplustert, ja, dann schön verpackt, damit man das nicht so sieht, ja. Dann hat man das an die doofen Deutschen oder so dann da verkauft, ja. Also auch an die Spitzeninstitute der Volksbanken und Sparkassen und die haben es dann dem Kunden, der dann dachte, Lehmann schreibt sich mit zwei N, haben die das dann weiterverkauft. Gut, das heißt, je weniger Grenzen man diesem Prozess setzt, umso wahrscheinlicher und ausgeprägter tritt dann die Depression und das Problem auf. Ja? So einfach ist es. Ja, Krisenphasen kann man unterscheiden, also es gibt Verluste, dann gibt es einen Ansturm. Die Sparer wollen ihre stürmen ihre Bank, heben das Geld ab. Northern Rock, ja, zum Beispiel konnte man das so schön beobachten. Heute hat ein Bankrun aber eine andere Form, in dem die Banken sich gegenseitig nicht mehr Kredit geben. Ja, ist eine Variante des Bankruns, das Freezing da. Dann gibt es Notverkäufe, die Fire Sales, dann gibt es eine Ansteckung, ja. Weil ja dann die Vermögenswerte auch der anderen Banken, ja, die stabil sind, die Vermögenswerte sinken ja dann, weil das Preisniveau sinkt. Und dann haben die nicht mehr genug Eigenkapital, weil das ja die Differenz in so einer Bilanz ist. Ja. Das heißt, selbst eine Bank, die überhaupt nicht unseriös gehandelt hat, die sieht dann plötzlich ihr Eigenkapital da zusammenschmilzen. Ja, und dann gibt es eben die Ansteckung, Finanzsystem insgesamt kommt ins Wackeln und dann gibt es den Abschwung mit den allgemeinen ökonomischen Effekten. Und das wirkt dann auf die Realökonomie, dann geht das Bruttoinlandsprodukt runter und tja, das haben wir jetzt. Ja, jetzt kann man sich sagen, okay, also Bankkrisen gibt es, aber gibt es die eigentlich zwangsläufig immer? Und hier könnte man sagen, ja, aber hier gibt es eine Phase von
1933 ungefähr, sieht man ja genau hier, gell, 33, von 1935 bis Anfang der 70er Jahre, da war Ruhe im Karton, ja, und zwar in den höheren Einkommensländern, also entwickelteren Ländern, OECD und so, und hier den Schwellenentwicklungsländern. Und jetzt kann man sich sagen, naja, vielleicht wurde da ja mal was richtig gemacht. Auf jeden Fall war das die Phase, wo einerseits das Bruttoinlandsprodukt der meisten Länder am stärksten gewachsen ist, ja, andererseits aber auch die Regulierung sehr, sehr stark war, nicht? Glass-Steagall und so weiter, Trennbankensystem, dann gab es in den USA durften Banken nur in einem State Geschäft machen und nicht im anderen Nachbarstaat und so weiter, ja, also da gab es sehr viel Regulierung, das heißt schöne Wachstumsrate, viel Regulierung, keine Krise, wunderbar. Also ab zurück in die 50er, gell? Nee, so nicht, ein bisschen was anderes. Hier haben wir das mal, Kredit wird ausgedehnt, da oben geht's los, die Assetpreise, also für Wertpapiere, Häuser und so weiter steigen, die Banken machen schön hohe Profite, das Vertrauen wächst und die Kapitalbasis, ist also da, ja? Die Vermögenswerte steigen, dann können die Banken mehr Kredite vergeben. Hier haben wir eine favorable Kreditrisikobewertung durch die Ratingagenturen. Im Moment sind die von der Bildfläche verschwunden, weil der Draghi ja sagt, ich hau alle raus und dann guckt da keiner drauf. Ja. Dass nur noch drei Länder ein AAA in der EU haben, ja, das interessiert kein Schwein. Ja. Das ist doch komisch. Ja. Vorher war das die Sache, oh, Ratingagenturen haben wieder mal vom dreifachen A zum zweifachen A, ja, nicht? Furchtbar, ja. Und jetzt interessiert das schon überhaupt keinen mehr, ja. Da kann man sehen, dass das Ganze mit Marktwirtschaft und Kontrolle durch die Märkte und so überhaupt nichts mehr zu tun hat, ja. Das ist im Grunde ist das ein Ersatzsystem, was wir im Moment haben, wo die EZB eine große Rolle spielt. Kann man sagen, ja gut, EZB ist ja ganz nett, dass die, als die Krise ausbrach, 2007, 2008, dass die es rausgehauen haben, ja. Kann man sagen. Nur, liebe Freunde, wir sind 5 Jahre weiter, ja. Das ist genauso, wie wenn man einen Brand löscht, ja, und die Feuerwehr, die schüttet da Wasser noch nach 5 Jahren drauf, wird mir auch sagen, wie kommt das, ja. Das ist ja verwunderlich. Aber so ist es im Moment. Dann haben wir ein größeres Kreditangebot, die Banken, ja, super Bilanzen und so weiter, die Nachfrage ist da, die Musik spielt, wie es so schön heißt, und dann geben die auch gerne weiter Kredit. Und dann haben wir noch die Erwartungsgeschichte. Die Assetpreise werden in Zukunft weiter steigen, deswegen kann man ja mal was kaufen und sich ein bisschen dabei verschulden. Und dann ist also auch die Nachfrage nach Kredit, und hier stieg ja schon das Angebot, und die steigt auch. Und so geht das dann halt eine ganze Weile weiter. Also das ist eine positive Feedbackschleife, ja, und nichts wächst ewig. Irgendwann ist Schluss mit der Geschichte, ja, und so auch da. Und es gibt halt gewisse Besonderheiten der Geld- und Finanzmärkte, die sie von den realen Märkten unterscheiden. Ja? Also das sind meine Lieblingsbeispiele hier, die Äpfel. Ja? Also die haben es mir da angetan. Nehmen wir mal an, einer verkauft Äpfel, ja? Und die verkauft er an jemanden und der lässt die verfaulen. Gell? Und dann kann der sagen, das ist ja prima, vielleicht kauft er da neue. Nicht? Aber jetzt, deswegen faule Äpfel, jetzt nehmen wir an, jemand vergibt einen Kredit und der Kredit wird faul. Also der kann den nicht zurückzahlen, der andere, ja? Dann ist die Sache eine andere. Dann hat er nämlich Angst. Oh je, der zahlt einen Kredit nicht zurück. Das heißt, wir haben bei Realgütermärkten und bei Finanzmärkten ist eine völlig andere Verbundenheit, Interconnectedness und so weiter drin. Ja? Und also wenn halt von 10 Autofirmen eins pleite geht, freuen sich die 9. Wenn von 10 Megabanken eine pleite geht, dann haben die 9 anderen auch Angst. Ja? So, und können sich damit gerade noch mehr in die Krise reinreiten. Das ist halt der Unterschied. Und wenn normalerweise die Äpfelpreise, also die sind wirklich günstig da, wenn die Preise für Äpfel, wenn die steigen, ja, dann sagen die Leute, ja, Birnen schmecken eigentlich auch ganz gut. Gell? Und ein Obstbauer sagt, es ist ja eigentlich wirklich schade, dass wir da die Äppelbäume nicht abpflücken, ja, und die dann immer aus Neuseeland ran transportiert werden. Und also mit anderen Worten, es gibt Ersatznachfrage, ja, die Leute weichen auf Substitutprodukte aus. Und das Angebot steigt. Wenn jetzt aber zum Beispiel der Preis von einer Aktie steigt, dann wollen andere das auch haben. Und dann sagt das Management des Unternehmens, klasse, wir kaufen ein paar Aktien zurück, dann steigt nämlich unser Bonus, ja, weil das ja Return on Equity ist. Und je kleiner Equity ist und der Return gleich ist, umso mehr kriegen die dann ausgeschüttet. Ob nun am gleichen Jahr oder ein paar Jahre später, ist ja mal egal. Ja? Also,
Regulierungsbedarf ist da, sonst meist unvorhersehbare Superschwäne. Das heißt, die Krise kommt immer da, wo man sie nicht erwartet. Also jetzt nächstes Mal zum Beispiel die Chinesen mit ihrem Alibaba und so, ja. Das könnte die nächste Krise sein, kann aber auch irgendwo anders sein, nicht? Die Eurozone schaut mit Riesenferngläsern vom schönen neuen hohen EZB-Gebäude, ja, auf makroprudenzielle Risiken und dann tauchen die irgendwo anders auf. Pech gehabt. Das ist halt so, ja. Echte Gefahren drohen immer von da, wo man sie nicht erwartet hat. Das ist so. Deswegen, Vorabberechenbarkeit ist kaum möglich. Deswegen sind auch diese ganzen Fantasien, dass man in Schieflage geratene Großbanken über ein Wochenende nach schönen Plänen abwickeln kann. Das halte ich alles für vollkommenen Unsinn. Ja? Und die meisten halten das ja auch für Unsinn. Sie sagen es nur nicht. Die einen, weil sie dran verdienen und die anderen, weil sie sagen, ja, mehr ist halt nicht drin im Moment in der EU. Ja? So, jetzt sind wir schon bei 3, ja, also fast schon die Hälfte, kann man sagen. Gell? Das Primärphänomen ist die Verschuldung. Also es wird ja richtig ärgerlich und dumm, wenn hier Verschuldung mit im Spiel ist. Und der Gewährsmann ist hier der John Kenneth Galbraith, der Ältere, ja, der Senior. Der hat ja ein schönes Buch geschrieben, ist mittlerweile auch übersetzt, Short History of Financial Euphoria. Und da sagte, alle Krisen, alle echten Krisen, da haben Schulden eine Rolle gespielt, die eben gefährlich außer Rand und Band geraten sind. Ja? Und da bringt er viele Beispiele dann, das ist auch wahr. Und wenn wir jetzt so eine Krise haben, also wir haben so einen positiven Schneeballaufschaukelungsprozess und irgendwann geht das nicht mehr weiter und die Sache kracht zusammen, dann gibt es zwei Reaktionsformen. Das eine ist die Reinigungskrise, ja. Das heißt, diese ganzen übertriebenen Assetwerte, die schrumpfen wieder, ja. Das war zum Beispiel so in der Weltwirtschaftskrise oder man macht die Superblase, ja. Superblase heißt, man pumpt immer weiter Geld rein. Das ist halt, was jetzt passiert, gell? Also auf der einen Seite sollen die Staaten sparen, auf der anderen Seite sagt der Draghi, passt auf, wir geben euch mal eine Billion drauf, vielleicht bringt es ja was, gell? Hat er ja gesagt, nicht? Eine Billion jetzt so im nächsten ein, zwei Jahren, fahren wir mal die EZB-Bilanz wieder rauf, ja. Und das sind natürlich widersprüchliche Dinge. Auf der einen Seite sagt man, verschuldet euch nicht mehr, auf der anderen Seite fährt man das rauf, ja. Man sagt den Ländern, ihr sollt wettbewerbsfähiger werden, ihr sollt die Löhne und die Löhne sollen sinken und die Preise, ja. Und wenn die das wirklich tun, dann nennt man es Deflation und sagt, das ist aber furchtbar, das darf nicht passieren, ja. Ja, deswegen tut Draghi jetzt eine Billion raus, damit die Preise wieder steigen. Da würde ich sagen, ja, Schizophrenie ist ja ein wunderschöner Zustand gelegentlich, aber vielleicht kein guter in der Politik, ja. Ich meine, entweder das oder das, ich kann nicht beides haben. Ich kann nicht sagen, die Preise sollen sinken, wenn sie es tun, dann sage ich, nee, es dürfen sie nicht, meist genau das Gegenteil, ja. Oder, ja, natürlich auch eine Interpretation, da steckt System dahinter. Das heißt, den einen schnallt man den Gürtel enger und den anderen, jetzt mal so aus der Luft gegriffen, ja, die Zentralbank als Bank der Banken, als Interessenvertretung der Banken, ja, egal was sie sonst so erzählen und was in den Statuten steht, die gibt eben den Banken das Geld. Ja. Den einen nimmt man es, den anderen gibt man es. So ist es. Und also mit anderen Worten, Reinigungskrise oder Superblase. Man hat sich gegen die Reinigungskrise entschieden, ja. Im Euroraum ist so gut wie keine Bank pleite gegangen. Der ganze Stresstest, wenn man da einen Strich drunter macht, ja, kann man ja sagen, ja, der war schon recht hart und. Man kann es aber mal anders sehen. Man kann sagen, im Grunde haben die Stresstests ergeben, alle Banken sollen mal schön so weitermachen wie gehabt, ein bisschen mehr Eigenkapital, aber es muss nicht eine einzige geschlossen werden, weil es kein Overbanking gibt, ja. Da ist ja die These dahinter, dass es nicht sinnvoll ist, diesen gesamten Finanzsektor zu schrumpfen. Das ist die Message, ja, meiner Meinung nach. Und jetzt kann man sagen, naja gut, gibt es denn Länder, wo viele Banken pleite gegangen sind? Und da würde ich sagen, ja, da gibt es ein Land, ja. Das gelobte Land des Kapitalismus, nämlich in den USA, da sind 600 Banken pleite gegangen. Gell? Eine ganze Menge. Im Euroraum nicht eine, werden alle durchgezogen, ja. Ist ja auch eine Form von Sozialpolitik, aber vielleicht am falschen Ort. Und hier kann man mal sehen, dass die US-Schulden, es gibt auch Zahlen mit 150 Billionen. Das ist ganz schwierig, was ich da rein und rausrechne. Also eins ist auf jeden Fall klar, von 2008 bis 2013/14 sind die gesamten Schulden, die in der Welt so aufgelaufen sind, wenn ich die zusammen addiere, ja,
egal ob brutto oder netto, sind die deutlich gestiegen. Das heißt also, bitte? Das sind Billionen. Das sind Billionen und zwar nicht in der US-Zählung, da wären es Trillions. Also eine ganze Menge, gell? Zählen Sie mal bis zu einer Milliarde, haben Sie viel zu tun. Ja, also alle zusammen, alles rein in den großen, in den großen Topf oder so, ja, oder den großen Sack, ja. Alles zusammen, weltweit, US-Dollar. In US-Dollar, genau, weil es eine schöne runde Zahl ist, ja, deswegen in Dollar. Also es ist eine ganze Menge. Hier können wir mal sehen, die inländischen Privatkredite als Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts. Das ist Reinhard und Rockhoff, diese Studie. Und da sieht man, dass das halt so bis 70 hält sich das so und dann bong, geht's los. Ja? Die Emerging, die haben hier so richtig losgelegt, jetzt sind sie schon wieder runtergegangen. Aber die Advanced-Länder, da kann man sehen, dass also hier geht es um Privatkredite, ja, inländische Privatkredite als Prozentsatz des BIP in entwickelten, hauptsächlich OECD-Ländern. Ja, ist schön raufgegangen. Und hier haben wir mal der Gesamtkredit jetzt in den USA. Kann man sagen, naja, das sieht ja auch wie so eine schöne exponentielle Kurve, die irgendwann oben mal anschlagen müsste, aus. Und jetzt kann man sagen, schön, aber das Bruttoinlandsprodukt ist ja auch gestiegen. Allerdings als Prozentsatz des BIP, schwupp, geht das so rauf. Ja? Und hier haben wir die Gesamtverschuldung, die Gesamtverschuldung, Annual US Debt. Also auch eine ganze Menge. Ja? Jetzt ist übrigens wieder gestiegen. Das sind nur 380%. Und man sieht hier schon ein bisschen, dass so 150%, das war im langen historischen Durchschnitt, war das so eher üblich. Ja? Jetzt kann man sagen, okay, die Europäer und die Amis und so, die übertreiben halt und die Briten natürlich auch. Aber im Grunde kann man hier sehen, diese rote Linie 2012, dass das, und hier ist wieder was, tut mir leid, ja, hier sind es Haushalte und Unternehmen, ja, aber der Trend ist überall der gleiche, dass also die Verschuldung bei fast allen, außer Südafrika hier, weiter gestiegen ist. Ja. Also Länder wie China zum Beispiel, ganz schön. Ja. Das ist ganz, also China steht auf ganz wackeligen Füßen. Gell. Und da kann der nächste Crash kann da kommen und das dürfte schon gewisse Auswirkungen haben. So, hier haben wir mal den Euroraum. Hier haben wir 2011. Griechenland, da waren das noch 87%, jetzt sind wir bei deutlich über 90. Also Griechenland hatte da 157 und Italien 120, nur zur Erinnerung, ja, so historische Erinnerungsposten. Eigentlich sollten das mal 60% sein, hält sich heute aber so gut wie kein Land mehr dran, ja, außer Länder mit Sonderbedingungen, wie zum Beispiel Luxemburg, ja. Und ist auch klar, woran das liegt, wobei mich ehrlich gesagt wundert, auf Luxemburg habe ich und auf dem Juncker habe ich immer rumgehackt, gell. Und keiner fand das so richtig empört. Aber ist ja jetzt schön, dass das rausgekommen ist, gell, durch die investigativen Journalisten. Wenn man zum Beispiel vor 4 Wochen gefragt hat, ja, es gibt in ein Land mitten in Europa, das die größte Steueroase darstellt, ja, ist nicht Großbritannien, und derjenige, der da langjähriger Finanzminister und dann noch in Personalunion Präsident oder so war, ja, Ministerpräsident, der hat sogar ein hohes Amt in der EU. Wer ist das wohl? Rätselraten. Gell? Und, aber jetzt hat es sich rumgesprochen. Schön. Also Griechenland 157, Italien 120. Jetzt sehen wir 2013, ja, Griechenland 175, Italien 131 und alles steigt weiter. Gell? Und wenn man sich's anschaut, ja, die EU-Kommission hat jetzt wird ja gesagt, ja, stimmt, ah, wir geben uns ja Mühe, ja. Aber dann guckt man sich an, Spanien und Griechenland und Portugal, wie ist das da? Und Italien auch, da gehen die jetzt über die 3% deutlich drüber, ja, sind wieder 4% und so, da wird schon wieder kräftig gemuschelt, ja. Also mit anderen Worten, im Grunde, die Schuldenberge steigen, ist keine Verbesserung erkennbar, in Frankreich auch nicht, da geht es munter auf die 100% zu, ja. Und ich halte das nicht für Quatsch, wenn man sagt, wenn das so weitergeht da jetzt, ja. Und das hat gar nicht primär was mit dem Hollande, der natürlich eine absolute trübe Tasse ist, ja, außer in bestimmten Dingen.
da weiß man es nicht genau, also dass man nicht weiß, wer da jetzt Staatspräsidentin wird bei Gelegenheit. Gell? Das ist schon sehr bedenklich. Na gut, hier haben wir nochmal das konsolidierte Bilanzvolumen der Finanzinstitutionen der Eurozone. Das ist also, sieht man hier auch, hier haben wir, fangen wir mit 2000 an, ist auch schön raufgegangen, ja. Und hier die Verschuldung der Banken in Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung. Und da sieht man, dass also hier das in der Eurozone schön hoch ist. Deutschland geht noch, Italien auch, aber insgesamt ist das halt alles relativ, ist so ab den 70er, 80er Jahren, gehen also die Bilanzvolumina und die die Gesamtverschuldung rauf. Und hier das wunderschöne Irland, ja, das ist natürlich toll hier, 1300%. Da muss man aber jetzt wirklich viel, viel abziehen, weil das sonst zu Doppelzählungen kommt. Auf jeden Fall 300, 400, 500, also Irland hat ein paar über 500%. Ja? Und im Grunde gab es in Irland ja auch eine Finanzierung des Staates über die irische Notenbank, ja, von 30 Milliarden. Das haben ja die meisten nicht gemerkt und mit Griechenland wird man es bei Gelegenheit auch so machen. Gab es ja einen Schuldschein, der Staat hat dafür gebürgt, man hätte 3 Milliarden im Jahr zurückzahlen müssen. Und jetzt hat man gesagt, weil die Iren ja unser Vorzeigeland sind, ja, und die sich so nett verhalten haben, können ja sogar die Deutschlandhymne singen, einige Banker. Da ist es so, dass man jetzt, dass man gesagt hat, ihr fangt mal im Jahr 2053 an zurückzuzahlen, so ungefähr, gell? Das ist, also mit anderen Worten, wir leben dann gar nicht mehr und mal gucken, was die dann damit machen. Also gut, so viel zu Irland. Ja, wenn man das sich jetzt im langfristigen Zeitablauf betrachtet, von 1870 bis 2010, kann man sagen, das sieht ja so aus, als wenn so viel wäre irgendwie normal. Ja? Jetzt kann man sagen, ja, die Zeiten ändern sich, aber man könnte auch vermuten, dass das eben der normale Durchschnitt ist. Und hier hat man also 14 entwickelte Länder, das sind diese berühmten Schularik-Taylor-Geschichten. Und hier hat man die Bankbilanzen, die rote Linie sind die Bankbilanzen zum BIP. Ja? Das heißt also, die sogenannte Finanzialisierung hat ganz deutlich zugenommen. Ja? Und ich finde, alleine schon von der Optik her hat man den Eindruck, dass das da irgendwie ein bisschen außer Kontrolle gerät. Und hier die blaue Linie, da kann man sagen, na, die hält sich ja zurück. Das sind eben die Bank, na, wo haben wir es denn? Bank loans are loans by banks in aggregate to the non-financial sector. Also das sind, hier sind die, sind Kredite an den Nicht-Finanzsektor und die Interbankenverschuldung und die Währungsgeschäfte sind da draußen. Ja? Und dieser Unterschied gibt im Grunde an, wie hoch die Interbankenverschuldung ist. Ja? Auch. Okay, also meiner Meinung nach folgt aus dem Schaubild ein bisschen, dass das außer Rand und Band gerät. Ja? Viele Leute sagen, nein, das stimmt nicht. Auch viele Keynesianer sagen das. Ja? Die sagen, nö, wieso? Wenn irgendwo ein Gläubiger ist, ist auch ein Schuldner und ja, das gleicht sich ja so insgesamt aus. Ja? Nur da kann ich ja, ist jetzt etwas polemisch, kann ich ja auch sagen, ja, wenn die Deutsche Bank auf beiden Seiten der Bankbilanz sehr viele Derivate hat, dann scheint das ja auch egal zu sein, weil die sich gegenseitig wegcanceln. Ja? Ich wollte fragen, was ist Broad Money? Broad Money ist M2. Nach US-Berechnung. Ja, und M2 sind die Sichtguthaben und ich weiß noch, mittlerweile bis 2 Jahre Laufzeit? Oder? So ist es im Euroraum, ja. Da ist es etwas was anderes, weil die Amerikaner ja nicht mehr M3 berechnen, gell? Aus gewissen Gründen. Kann man sagen, ja, vernünftig bringt eh nichts, oder man kann sagen, Verschleierung, ja. Zwei Theorien dazu. Aber interessant, gut, dass Sie es sagen, interessant ist bei der Geschichte, egal wie man das jetzt misst, uns ist ja immer ein bisschen künstlich, ja? Weil wenn wir unser M3 zum Beispiel haben, wenn dann zum Beispiel jemand Aktien verkauft und einen Sparbrief kauft, dann steigt ja die M3, ja? Umgekehrt, gell? Und kann man sagen, ja, das ist ja auch Quatsch irgendwo. Aber was hier gezeigt wird, ist, dass im Grunde die Geldmenge ein bisschen unabhängig von der Kreditvergabepraxis ist. Ja? Und das ist jetzt eine interessante theoretische Kontroverse.
Weil nach monetaristischer Ansicht ist es ja so, wenn die Zentralbank die Geldmenge erhöht, dann können mehr Kredite vergeben werden. Und wenn es eine Krise gibt und ein zu hohes Verschuldungsniveau, dann ist natürlich immer die Zentralbank schuld. Ja? Nicht? Und sei es Greenspan, der Oberliberaler aller Liberalen sozusagen. Ja? Und das, was die Republikaner gerade, in den USA haben mittlerweile ja die Republikaner eine Mehrheit, und die sagen, die Fed ist schuld, ja, und die Privatwirtschaft, die hätte das ganz anders gemacht. Und hier sieht man, dass das eben relativ, also dass so Kreditkaskaden und diese Bankbilanzaufblähung, dass die auch stattfinden kann, ohne dass also die Geldmenge entsprechend gestiegen ist, ja. Das ist ein interessanter Nebenaspekt. Müssen wir jetzt überlegen, woran liegt das? Ja? Und der Schularik zum Beispiel hat ja einiges geschrieben, dass es eben nach den 70er Jahren ungefähr eine neue Ära gibt, weil die Geldmengenentwicklung und die Verschuldung und Kreditkaskaden, die entkoppeln sich. Ja? Und das hängt eben mit den Finanzinnovationen und so weiter zusammen. Gut. Warum ist Verschuldung problematisch? Naja, vielleicht gibt es irgendeine Grenze, und dann wirkt sich das negativ aufs Wachstum aus. Ja, können wir sagen, hurra, verschulden wir uns weiter. Wir sind ja eh für Degrowth. Aber es hat dann eben Krisenauswirkungen. Und wenn die Wachstumsrate, die ja sehr gering ist, wenn die unter dem Zinssatz liegt, ja, dann muss das Gesamtverschuldungsniveau ja irgendwo zunehmen. Ja, das ist so ein Grundproblem, was ja einige auf der Agenda haben. Zum Beispiel der Dirk, vermute ich. Und, gell? Ja. Und es ist ja auch so, wenn man jetzt Geldvermögen hat, also die Gläubiger haben ja im Grunde Zugriffsansprüche auf das BIP, ja? Und wenn jetzt die Ansprüche größer sind als die Zuwächse, also wenn die Ansprüche schneller wachsen als das reale BIP, auf was man zugreifen kann, dann muss es irgendwie zu einer Anpassung kommen, ja? Also zum Beispiel meinetwegen, dass bei Lebensversicherungen der Garantiezins sinkt oder so, ja? Jetzt kann man sagen, ja, das stimmt ja aber nicht, weil ja die Geldvermögensbesitzer, kann man ja in diesen globalen Reichtumsberichten sehen, ja, die wären ja schön blöd, wenn sie jetzt sich noch ein größeres Boot kaufen würden, machen die ja nicht. Das heißt, der reale Zugriff erfolgt ja nicht, ja. Das ist ja das Ärgerliche. Wenn die alles konsumieren würden, wird ja Beschäftigung, reale Nachfrage und so weiter. Da ist ja das Problem, dass die so furchtbar viel sparen. Aber irgendwie wirkt sich's halt trotzdem aus. Also und insgesamt die Volatilität, Fragilität und das Kollapsrisiko geht meiner Meinung nach rauf mit höheren Verschuldungsniveaus, ja. Und man macht sich ja auch abhängig von der Finanzwelt. Also diese These der Finanzoligarchie ist ja nicht ganz falsch, ja. Wenn die Bundesrepublik jeden Tag 1 Milliarde am Kapitalmarkt aufnehmen muss, dann kann sie denen ja schlecht sagen, ihr seid die bösen Buben und wir regulieren euch und. Dann sagen die, okay, dann macht das mal, aber wir geben euch das Geld nicht mehr. Ja? Und man kann die Euro-Krise ja auch so interpretieren, dass die Finanzbranche die Länder mal unter Druck gesetzt hat, ja? Und gesagt hat, so, wenn ihr uns hier so richtig regulieren wollt, dann zeigen wir euch mal, was eine Hake ist. Ihr hängt von uns ab, nicht vice versa. Ja? Auch wenn ihr das formale Gewaltmonopol habt. Ich habe nur eine Verständnisfrage. Volatilität, was heißt das? Volatilität heißt rauf und runter. Also die Ausschlagsintensität, ja, Häufigkeit und vor allem Intensität. Können Sie drauf wetten, wie hoch der Wohler ist, ja? Und wenn die Volatilität hoch ist, sagt man, ist schlecht. Wenn es aber sehr niedrig ist, sagt man, auch schlecht, weil die Marktakteure alle in die gleiche Richtung gehen, ja. Also was nur gut und schlecht ist, weiß man nicht so genau, okay? Gut. Okay, also Kollapsrisiko und Abhängigkeit halt eben. Deswegen habe ich mich zu so einer Schwellenthese durchgerungen. Die Schrumpfung des Finanzsektors ist total wichtig. Also die Schrumpfung des Sektors und die damit einhergehend Verschuldung. Das sind die Verschuldungsniveaus, müssen runterkommen. Ja? Und jetzt kann man sagen, buh, ja, Schuldenbremse und Maastricht nach Beta oder so. Aber ich würde sagen, für die drei Sektoren, private Haushalte, Staat und Nicht-Finanzunternehmen, 3x60% Schulden sind ungefähr tragbar, weil das kann ja ganz schnell raufgehen um 20%. Ja, jetzt Deutschland, Finanzkrise, kann man sagen, ja, wir haben es doch toll geschlagen. Aber ganz nebenbei ist die Verschuldung innerhalb von 3 Jahren von 60 auf 80% gestiegen. Ja, ist die Gegenrechnung.
Kann man sagen, zahlen wir eh nie zurück, oder man kann sagen, ja, die zukünftigen Generationen müssen es bezahlen. Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also deswegen 3x60%, das sollte aber eher ein indirektes Ziel der Finanzmarktreformen sein. Also die EU-Kommission sagt, hat ja jetzt so rote Lampen da, ja, und wenn in einem Land das jetzt über 120-130% geht, dann sagen die, ja, jetzt ändert da mal was, ja. Und im Moment hält sich da zwar keiner dran, aber das ist ja auch schwierig. Ich meine, die Regierung kann doch nicht den privaten Haushalten sagen, jetzt verschuldet euch mal weniger, ja. Also das ist ja irgendwie auch eigenartig. Deswegen muss man schon ein paar Reformen machen, die dann eben darauf hinwirken, dass diese Verschuldung niedriger wird. Und deswegen nachher die Finanzmarktreformen. Ja? In dem Moment, wo die Banken kein Geldschöpfungsprivileg mehr haben, können sie auch nicht mehr so viel Kredite da rauswerfen im Aufschwung. Ja? Deswegen muss man das anders angehen, als die EU-Kommission das zurzeit so macht. Was sind die 63%? Das sind die privaten Haushalte, das ist der Staat und das sind die Nicht-Finanzunternehmen. Ja? Aber Finanzsektor halten wir da mal draußen aus bestimmten Gründen, weil sonst gibt es immer jemanden, der sagt, ja, aber dann kann man das schlecht berechnen und so weiter. Ja, genau, weiß ich schon. Gut, so jetzt haben wir Treiberfaktoren, sind wir bei 4. Da gibt es 10 Stück und ich erwähne die einfach nur mal. Ja? Mal einfach so zack runter, ja. Also erstens Deregulierung, Finanzinnovation. Zweitens, wir wollen keine neue Weltwirtschaftskrise. Ja? 29 bis 33 in USA, -46%. Nicht? Und in Zentraleuropa hat man sich den Adolf eingehandelt. Also deswegen Asset-Deflation besser nicht. Ja? Dann drittens die Sache mit niedrigen Wachstumsraten, die unter dem natürlichen Zinssatz liegen, auch eine Erklärung. Ja. Das Wachstum in einigen Ländern geht zurück, deswegen die Rückzahlungsfähigkeit der Schulden nimmt ab, ja. Auch so ein Argument. Dann viertens, der Vermögensaufbau ist immer mit dem Schuldenaufbau verbunden, das ist so eine grundsätzlichere Kritik, ja. Dass das also eine zweischneidige Sache ist, denn wenn einer Geldvermögen hat und das verzinst sehen will, dann wird das Geld ausgeliehen, ja, und der das ausleiht, der verschuldet sich ja und der zahlt das dann zurück und zahlt die Zinsen. Ja, also wenn ich ein Geldvermögen, so wie der Dagobert, ja, wenn ich das in so ein Tresor tue und dann nichts damit mache, kann es auch keine Zinsen tragen, ja. Das geht dann schlecht. Also mit anderen Worten, Vermögensaufbau geht nur, wenn ich gleichzeitig einen halbwegs parallelen Schuldenaufbau habe. Das ist so, ja. Leider ist das so. Deswegen, wenn man sagt, ja toll, um 1 Billion sind die Geldvermögen in der Bundesrepublik gestiegen, kann man sagen, ja, aber weniger toll, dass auch wieder mehr Schulden in der Welt sein müssen. Und es ist ja so, je mehr Vermögen da sind, ja, und wenn man jetzt keine tollen Investitionsmöglichkeiten hat, dann erfindet man halt irgendwelchen Schabernack innerhalb des Finanzsystems, um dann eben zu einer Scheingewinnverzinsung zu kommen. Ja. So ist das eben. Oder man muss in den USA jeden, der, na gut, das klingt jetzt blöd, aber Leute, die kaum Einkommen haben, die gerade ihren Namen dahin hinkriegen, ja, dass man denen Häuser andreht, ja, und sagt, halb so wild, verkaufst du nächstes Jahr und dann hast du 10.000 plus gemacht, ja. So war das ja. Und dann sagen die sich, ja, ist ja eigenartig, aber wird schon stimmen. Dann haben wir den Steuerlaschheitswettbewerb, wie der Hans-Werner Sinn das so schön nennt, ja, in der Eurozone. Gerade haben wir ja die Debatte, nicht? Amazon, wie man das so macht in Luxemburg, ja. Und weniger als 1% Steuern, weil alles hat ja zwei Seiten, eine Ausgabenseite und eine Einnahmenseite. Und auf der Einnahmenseite ist halt ein bisschen Essig. Die unteren 30% verdienen so wenig, dass sie unter dem garantierten vom Bundesverfassungsgericht Existenzminimum liegen. Ja, da kann ich überhaupt nicht zugreifen. Die oberen zahlen zwar eine ganze Menge, können sich aber auch ein bisschen entziehen. Und die arme Mittelschicht, die ächzt und krächzt, ja, und ist mit 50% Besteuerung halt dabei. Das ist eben ein Problem. Ja, hier haben wir mal so diese Versagen des Steuerstaates, ja, dass da... Dann haben wir sechstens einheitlicher Zins im Euroraum, kann man sagen, ist auch ein Problem. Viele Ökonomen haben sich darauf kapriziert, ja. Und dann so Schlaumeiereien, ja, das ist kein optimaler Währungsraum und so weiter, ja. Und in gewissem Sinne stimmt es ja aber auch. Ich meine, wenn in Griechenland die Zinsen um 5-6% sinken, dann kaufen die Leute sich ein Auto, bauen ein Haus, weil sie sagen, es ist jetzt viel billiger, ja, ist ja logisch. Und in dem Moment, wo das unkontrolliert vonstatten geht, läuft die Geschichte dann halt ein paar Jahre gut.
Die Wirtschaft kommt künstlich in Schwung, die Löhne steigen und so weiter. Und eines schönen Tages verpufft das, weil man nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Da ist ja dann was dran. Was nicht dran ist, was Schlechtes an der These ist, dass zum Beispiel bestimmte Leute aus dem liberalen, marktkonservativen Lager sagen, dieser einheitliche Zins, der ist an allem schuld. Glaube ich nicht. Ja? Nicht? Denn meines Wissens in den USA haben wir nicht den Euro, in Großbritannien haben wir auch nicht, in all den anderen Ländern, die wir da aufgeführt haben, auch nicht. Ja? Also das heißt, hier ist eine gewisse Eurozentrierung da, der Euro ist an allem schuld und dass andere Länder aber fast genau die gleichen Probleme haben, das ist ja dann schwer erklärbar. Ja? Dann gibt es falsche Kredite, wir haben keine qualitative Kreditlenkung, ja? Das ist auch ein Riesending, wird ja jetzt von der EZB ein klitzekleines bisschen in Betracht gezogen durch diese 400 Milliarden, die jetzt reingehauen werden zum praktischen Nullzinssatz zusätzlich. Ja. Und dann muss man nachweisen, dass zumindest die Kreditvergabe an den Realsektor nicht gesunken ist. Ja. Das ist kein Kunststück. Gell? Also wenn die niedrig war, muss ich nur zeigen, sie ist nicht noch mehr gesunken, dann kriege ich das schon. Ja. Also nicht so, wie es in der Presse teilweise dargestellt wurde. Aber Kreditlenkung, Riesenproblem. Ja. Wird aber heimlich, mehr oder minder, diskutiert. Ja? Wie kann man das ändern? Dann globale Ungleichgewichte, so ein Lieblingsding der Keynesianer auch, Leistungsbilanzüberschüsse und Defizite. Ja? Das geht eine Zeit lang gut, weil ist ja klar, ich verkaufe was an ein Land, habe eine Einnahme. Ja? Jetzt habe ich da ein Plus im Portemonnaie und die anderen haben Minus. Und dann sagen die, ja, kannst du mir nicht das Geld, was du gerade an mir verdient hast, kannst du mir das nicht leihen, weil eigentlich habe ich es nicht. Ja? Und dann geht das Geld halt zurück und das ist halt ein wunderschöner Kreislauf. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass die Bundesregierung das kritisiert hätte, bevor es gekracht ist, ja? Weil da hat man ja doppelt dran verdient. Einmal, indem man die Sand verkauft und dann, indem man das Geld ausleiht, den Zins kassiert. Ja? Das ist eine prima Geschichte. Warum nicht? Aber irgendwann geht es halt schief. Das heißt, zu sehr dürfen Importe und Exporte nicht auseinandergehen. Und die Einkommensentstehung und die Einkommensverwendung, die sollte schon im gleichen Gebiet so ungefähr stattfinden. Ja? Dann haben wir das Geldschöpfungsprivileg der Banken, klar. Und dann haben wir eine ungleiche Verteilung, bedingt durch Steuergeschichten und so weiter. Ja? Aber auch durch andere gesetzgeberische Maßnahmen, ja? Ist klar. Und durch die allgemeine, sagen wir mal, philosophische Großwetterlage ja doch auch. Okay. So, Vermögensverteilung wissen wir sowieso, ja. Wer hat dem wird gegeben? One Hyde Park 2011, 500 Millionen sind da alleine in einen Gebäudekomplex von italienischen und griechischen Reichen, das kann man wirklich so sagen, geflossen, ja. Und statt dass man da mal eine Kapitalverkehrskontrolle veranstaltet hat und die nachbesteuert, um es mal so zu nennen, nachbesteuert hätte, ja, weil 30, 40 Jahre haben sie ja keine Steuern bezahlt, haben die ganz in Ruhe, nicht? In Brüssel wurde schön debattiert und dies und das und ausgedacht und die Troika ist das erste Mal gekommen und so weiter und da haben die ganz gemütlich ihr Geld, haben die das ins Ausland gebracht und treiben jetzt die Preise unter anderem auch in Berlin hoch. Na gut, jetzt europäische, wir sind schon bei 5, ja? Also das Ende naht im positiven Sinne. Also europäische Finanzreformchen, ja? Da haben wir meiner Meinung nach sehr viele Nichtreformen. Das heißt nicht, dass nicht viel Papier produziert wird. Ja? Und es ist kaum jemand in der Lage, das noch richtig zu überblicken. Ja? Sven Giegold natürlich, ja? Aber außer ihm schwierig. Ja? Das ist vor allem durch 1000 Ausnahmeregeln und so weiter, wird das immer schwieriger. Also Provision bei Anlageberatung gibt es nach wie vor. Ja? In einigen angelsächsischen Ländern gibt es das nicht. Ja? Gedeckte Leerverkäufe und Kreditausfallversicherungen können nach wie vor gemacht werden. Ja? Nur ungedeckte sind verboten. Nur dann rufe ich einen ETF-Anbieter an, sage, kannst du mal eine Wertpapierleihe machen? Sagt der, gerne, da habe ich ja am Ende des Jahres ein höheres Gehalt. Und ich muss das noch nicht mal den Leuten, die Geld angelegt haben, so richtig mitteilen. Ja, so ist ja die Rechtslage. Also gedeckte Leerverkäufe und CDS gibt es weiterhin. Hochfrequenzhandel, keine Mindesthaltedauer. Den gibt es auch, die Flashboys, ja, nicht? In Eschborn werden extra neue Gebäude schön ausgestaltet, damit die Leute dann eine Millisekunde oder 0,05 Millisekunden schneller bei den Daten sind, ja? Was ja nun ein eindeutiger Betrug gegenüber anderen Marktteilnehmern ist. Nicht?
Auf der einen Seite sagt man, ja, da muss man was gegen machen, auf der anderen Seite wird die Infrastruktur dafür weiter ausgebaut. Gut, Michael Lewis ist ein schönes Buch dazu. Dann Basel III, würde ich sagen, auch so eine Problematik, weil ja da nicht mal 3% Eigenkapital, wenn ich die gesamte Bilanzsumme nehme, ja, nötig ist. Da wird jetzt gesagt, Stresstest und so weiter, ja, wird erzählt, ja, die haben ja jetzt 10%, ja. Das ist schon klar, aber das ist genauso, wie wenn ich mich auf eine Waage stelle, ja, und dann sage ich, wenn ich schöne Füße habe, dann zähle ich das Gewicht der Füße ab, ja, und so einen schlauen Kopf, und dann zähle ich das auch ab, und die Arme, die sind ja auch sinnvoll, nehme ich auch weg, ja, und statt dass ich jetzt leider 100 Kilo, ja, wiege, habe ich dann nur noch 30 oder 40, ja. Und genau so ist das hier mit Basel III, ja. Man kann vieles rausrechnen. Staatsanleihen, Risikofaktor 0. Ja, ist natürlich ein Treppenwitz, gell? Reicht nicht raus. Italienische, spanische Banken, warum brauchen die die große Superversicherung? Weil sie so viel Staatsanleihen haben beim Stresstest, wie werden die berechnet? Mit null. Super, sauber, ja? Basel III, gell? Müssen wir mal ein Theaterstück zu schreiben. Also das ist ein, man hat noch nicht mal die sogenannte Leverage Ratio von 3%. Die ist nicht vorgeschrieben. Man überlegt, ob das den Banken zumutbar ist. Das heißt, ob die 97% fremdfinanziert sein können oder nicht. Ja? 3% ist wenig. Das heißt, wenn die Vermögenswerte der Bank um 3% sinken, und das tun sie häufig, ja, dann sind die im Grunde pleite. Gell? Also wenn Sie so Ihr Konto führen würden, ja, da wird jeder sagen, mit dir will ich überhaupt nie was zu tun haben. Ja? Aber bei Banken ist das anders. Warum? Weil sie eine implizite Staatsgarantie haben. Weil sie einen Draghi haben und die Frau Merkel und so weiter. Ja? Ich bestreite nicht, dass Frau Merkel in Lindau schöne Reden hält, ja? Nur was sie dann in Berlin veranstaltet. Das zählt dann auch, ja? Sagen wir mal. Gell? Gut. Wobei es ja so ist, dass zum Beispiel Attac in Lindau nicht zugelassen wurde. Da gab es eine lange Geschichte. Ja? Und ich habe ja vorgeschlagen, bei Herrn Schöneborn dieses Tretboot auszuleihen, mit dem er die SPD mal verfolgt hat, und dann darüber zu fahren, aber das hat sich leider nicht durchgesetzt. Und sie wurden nicht zugelassen, ja? Wurden nicht zugelassen, gell? Also. Na gut, Megabanken dürfen weitermachen. Bankenunion heißt, macht weiter. Ihr müsst ein bisschen mehr Risikovorsorge betreiben, aber ansonsten alles Paletti, weiter im Takt, ja? Keine Staatsinsolvenzverordnung gibt es auch nicht. Gell? Man sagt, ja, jetzt müssen endlich mal diejenigen, die über die Stränge geschlagen haben, ob das Banken oder Staaten sind, die müssen jetzt praktisch da, denen muss man ans Leder. Aber wo ist die Staateninsolvenzverordnung? Ja? Trifft man Politiker, kann man die am schönsten ärgern, indem man sagt, hier Kumpel, warum machst du denn keine Staateninsolvenzverordnung? Dann sagen die ja, wir haben so viel zu tun, irgendwann kommt das noch. Gut, Finanztransaktionssteuer, ja, können wir jetzt alle Positionen durchgehen, lassen wir lieber. Also das sind die Vorschläge der Ausnahmen, ja, was man ausnehmen kann. Gell? Und im Moment ist ja so, dass also die Message ist, Finanztransaktionssteuer eher nein, danke. Ja? Wenn man Derivate und so einbeziehen würde, hätte man pro Jahr 12 Milliarden ungefähr. Und da könnte man viel mit Infrastruktur machen, man könnte auch diese Jugend Integrationsarbeitsbeschaffungsgeschichte finanzieren. Und im Moment sieht es ja so aus, die Franzosen sind gegen die Derivate. Ja. Dafür sagen sie ja aber, diese Kreditausfallversicherung vielleicht ist ein Riesendurcheinander. Ja. Nichts Genaues weiß man nicht. Und es wird höchstwahrscheinlich erstmal nur eine kleine Lösung geben oder vielleicht auch überhaupt keine. Ja. Das heißt, Herr Schäuble, dem das ja ein Herzensanliegen war, gell, da jetzt wieder sich alle Leute beruhigt haben, ist das so ein bisschen jetzt in den Hintergrund getreten. Und hier Bankenunionsillusion, ja, die aussagefähigen Stresstests, nicht? Da kann man viel zu sagen zur Bankenunion, aber beim Stresstest zum Beispiel, habe ich ja schon was gesagt, aber zusätzlich nochmal, man sagt doch immer, die Deflation ist ein Riesenproblem, nur blöderweise wurde eine Deflation nicht gestresstestet, ja, so sagt man wirklich, gestresstestet, ja. Das heißt, das, wovor man am meisten warnt, das prüft man nicht. Gell? Abgesehen davon ist es so, Sie können heute eine Bank überhaupt nicht richtig testen, wie wackelig die ist oder nicht. Das können Sie gar nicht. Allein die Deutsche Bank hat 1000 verschiedene Risikoberechnungsmodelle für Derivate. Und jeder, der behauptet, halbwegs durchzublicken, den würde ich als größenwahnsinnig bezeichnen. Die Abwicklungspläne ist natürlich auch so eine Frage. Ja? Also wenn eine Großbank
Tausende, 7.000, 8.000 verschiedene legale Entitäten hat, da kann ich jetzt an einem Wochenende also mich hinsetzen und also so eine Aschenputtelgeschichte, ja, und die tue ich da rein, das ist systemrelevant und das nicht und das und das und, oder da und so weiter, ja. Und dann spielen auch alle mit und lassen sich abwickeln, ja. Also bei den Briten glaube ich nicht, die machen ja auch gar nicht mit, gell. Aber der Juncker hat ja Humor, muss man ja ihm zugestehen, ja. Weil er macht den Jonathan Hill zum Bankenaufseher und zu demjenigen, der praktisch von der EU-Kommission dafür zuständig ist. Ja? Das ist ein Mann, der das ist ein Bankenlobbyist und es ist einer, der aus dem Land kommt und er selbst teilt diese Position, die Bankenunion für Gesamteuropa verhindert haben. Ja? Da muss man sagen, ist das jetzt Volksverarschung, ist das guter Humor oder was ist das eigentlich? Ja? Also es macht mir nur noch halb so viel Spaß, auf dem Juncker rumzuhacken, weil es jetzt andere auch tun. Aber es ist schon was dran, ja, ist schon was dran. Und dann gibt es natürlich Ausnahmen bei diesen Abwicklungsplänen, ja, da kann man also, wenn man die sogenannte Haftungskaskade macht, dann kann ein Staat vorher sagen, das gefällt uns nicht, wir legen lieber selber das Geld auf den Tisch. Kann jeder machen, ist ja da nichts gewonnen. Dann Bail-in, das sollen ja die Besitzer und die Gläubiger, also die Aktionäre und die Gläubiger, die sollen ungefähr 8%, ja, 8% sollen die hinlegen und dann kommen andere. Und da kann man, dann lassen wir es gut sein, kann man zwei Sachen zu sagen. Erstens, warum nur 8% und warum nicht 100%? Ja, nicht? Also wenn Sie ein Haus kaufen, ja, und dann können Sie das nicht zurückzahlen, dann sagt man ja auch nicht, ja, Sie zahlen 8% der Hypothekensumme und 92% zahlen die Nachbarn. Ja, wird jeder sagen, nicht ganz bei Trost. Also warum hier nur 8% der Bilanzsumme, ja? Das ist die Frage. Und dann kann man sogar noch sagen, 8% ist aber auch viel zu viel. Und zwar deswegen, man will ja verhindern durch die Bankenunion, die Alternative wäre ja ein reguläres Insolvenzverfahren, man will ja im Grunde verhindern, dass sich das durch die gesamte Wirtschaft durchzieht. Wenn jetzt aber eine hohe Vernetzung zwischen den Banken ist und die werden jetzt gezwungen, da praktisch zum Beispiel Bankanleihen umzuwandeln in wertlose Aktien, das kann ja passieren, ja? Dann hat ja nicht nur die Bank, die jetzt pleite ist, ein Problem, sondern die andere zwangsläufig auch, indem ich sie dazu zwinge, mitzuhaften. Ja? Und in dem Moment provoziere ich genau den Dominoeffekt, den ich ja eigentlich verhindern wollte, ja? Das ist eigentlich total unlogisch. Aber gut, da lässt sich viel zu sagen noch, mache ich aber nicht. So, was macht die EZB? Die gießt natürlich Öl ins Feuer und produziert neue Blasen. Ja? Hier haben wir mal die FED, aber bei der EZB ist nicht anders. Hier haben wir die Aktienkurse, Standard & Poor's 500. Und die geistern da rauf und runter. Und die Federal Reserve, hier kann man die Aktivität, die Kreditvergabe, Praxis und Geldmengenzufuhr der Federal Reserve ablesen. Ja? Und dann haben wir hier unser schönes Krisenjahr und dann fahren die mal so richtig rauf. Ja? Die Janet Yellen hat ja jetzt auch gesagt, ja, also mit diesen Ankäufen da pro Monat ein bisschen runter, aber die Bilanzsumme ist doch nach wie vor schön hoch. Und hier sieht man, dass also die Wertzuwächse beim Standard & Poor's schlicht und einfach plötzlich total korrelieren mit dieser Ausweitung der Zentralbankgeldmenge, ja. Und das ist ja auch klar, die Leute kriegen das kostenlos, ja, und jetzt sagen die, ja, wohin damit, gell? Und wenn die Realwirtschaft jetzt es nicht bringt und da wir da sogar sinkende, also negative Wachstumsraten, wie man so schön sagt, hat, ja, dann muss es irgendwo hingehen, da geht es halt in die Aktien rein, ja. Und wir haben ja jetzt endlich eine Debatte, dass die Reichen dadurch reicher werden, das ist so. Jetzt kann man sagen, ja, nur auf dem Papier, aber es langt ja schon, ja. Das ist wirklich ein Problem und zum Beispiel der Norbert Hering hat ja im Handelsblatt da am Donnerstag auch eine entsprechende Bemerkung losgelassen und die Bank of England, ja, die etwas weniger radikal als er ist, die hat ja auch eine Untersuchung darüber gemacht, ja. Gut, weshalb keine marktwirtschaftlichen Lösungen? Weil man Angst vor einer Kernschmelze hat, ja. Und Nummer zwei Sachen, wenn es Megabanken gibt und ein Too-Big-to-Fail-Problem, dann würde ich sagen, wenn die Banken zu groß sind, als dass man sie fallen lassen kann, muss man sie zerkleinern. Ja, also ganz einfach. Also finde ich jetzt erstmal einleuchtend.
wenn die Vernetztheit, die Interconnectedness zu groß ist und zu intensiv, dann muss ich eben diese Vernetzung ein bisschen reduzieren. Ja? Also so einfach denke ich nun mal. Ja? Und da sind wir schon bei der Reformagenda. Also zunächst mal müssen die Schulden runter. Und jetzt gibt es ja viele, die eine möglichst europäische, aber wenn auch noch möglich, etwas unmöglicher, eine internationale Schuldentilgungskonferenz. Ja? Hat es ja schon mal gegeben. Bundesrepublik wurde ja, Bundesrepublik West wurde ja damals entschuldet. Ja? Da gab es so eine Konferenz. Das heißt, derjenige, der den Zweiten Weltkrieg ja vom Zaum gebrochen hat, dem wurden 50% aller Schulden erlassen. Da finde ich, könnten wir das bei anderen auch mal machen jetzt. Wenn was letztlich nicht eintreibbar ist, dann muss man abschreiben. Ende der Vorstellung, auch wenn es kurzfristig mal wehtut. Und das ist ja politikübergreifend in gewissem Sinne. Das fordert ja der Tsipras da in Griechenland und auch unser guter Hans-Werner Sinn, ja? Nicht? Mehr denn je. Dann zweitens Vollgeldreform. Das ist ein langes Thema, ich mache es aber kurz. Also im Moment ist ja so, eine Bank kann Geld schöpfen. Ja? Sie gehen zur Bank, sagen, hätte gerne einen Kredit, sagen die prima. Ja, dann wird ein Konto eingerichtet und da schreibt man einfach mal einen Betrag hin. Da sagt man, ja, muss man ja eine Gegenbuchung haben. Ja klar, bei der Bank ist die Gegenbuchung die Forderung gegen den, dem man gerade einen Kredit gegeben hat. Ja? So ist das. Jetzt kann man sagen, gibt es ja keine natürliche Grenze. Ja? Können die beliebig viel Kredit vergeben? Und gut, da gibt es die Mindestreserve, aber die ist halt 1%. Mit anderen Worten, es ist ein Problem, dass hier die Banken nicht nur Kredite vergeben, sondern gleichzeitig den Geldschöpfungsprozess betreiben. Und da muss ein Riegel vorgeschoben werden. Und deswegen soll halt alles, auch das Giralgeld in Zentralbankgeld umgewandelt werden. Und die Konten des Zahlungsverkehrs werden aus der Bankbilanz ausgegliedert. Ja? Das ist ein langes Thema, kann man jetzt nicht viel mehr zu sagen. Ist natürlich eine der ärgerlichsten Reformen für den Finanzsektor, für die Banken. Ja. Deswegen machen die auch richtig schöne Kampagnen dagegen. Aber der Josef Huber, der vor 3-4 Tagen Geburtstag hatte, der hält dagegen. Ja. Und nicht nur er. Dann drittens, wenn die Banken zu groß sind, ja, dann müssen sie halt zerschlagen werden. Und ich würde sagen, ja, auf 100 Milliarden, ja. Jetzt kann man sagen, okay, dann gibt es 17 deutsche Banken, ist halt so, ja. Aber wir haben ja historische Vorbilder, AT&T und so weiter. Und zum Beispiel der Brüderle wollte ja Google zerschlagen, ja. Wenn der Google zerschlagen will, dann will ich die Banken zerschlagen. Also das ist das gleiche Argument. Wenn wir in der Marktwirtschaft sind, ja, das ist nun mal halt das System und da soll keine Marktmacht entstehen, ja. Und wie verhindere ich die? Indem ich die dann zerkleinere, fertig, ja. Ist ganz einfach. So, dann 30% hartes Kerneigenkapital. Wir hatten ja gesehen, es ist im Moment nicht mal 3%. Da würde ich sagen 30%. Das heißt, Banken müssen dann mehr, müssen halt mehr Aktien ausgeben und die kriegen sie dann auch. Und wenn die stabiler sind, Leute wissen eh nicht, wohin mit dem Geld, dann werden sie die vielleicht auch kaufen. Dann braucht man ein echtes Trennbankensystem. Das heißt also, Geschäftsbankentätigkeit und Investmentbankentätigkeit sollen getrennt werden, ja. Was wir im Moment haben, ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Gab es diesen Liikanen-Bericht, ja, mit tausenden von Schlupflöchern. Und das, was jetzt in Deutschland und EU-Kommission dabei rausgekommen ist, das ist sehr, sehr bescheiden. Also im Grunde Kredite an Hedgefonds oder so, das muss ausgegliedert werden. Aber das kann man auch teilweise umgehen, dann die Market Maker, Sonderregelung und so weiter und so fort. Ja, und dann natürlich die Kerngeschäfte. Also warum müssen Banken gleichzeitig Fonds haben? Warum müssen Versicherungen gleichzeitig Banken sein? Ja, das ist überhaupt nicht einzusehen. Und das ist ja eine Sauerei, dass ein Unternehmen eine Bank gründen kann und dann das Geld in Sicherheit hat und da sich auch bedienen kann. Ja, also ob das nun Trumpf oder BMW oder Mercedes oder sonst was ist, ja, für alle die sich wundern, dass sie günstig Ratenkredite da kriegen. Warum sollen die bei der Zentralbank ein Konto eröffnen dürfen und warum dürfen wir als einfache Bürger das nicht? Ja, das ist überhaupt nicht einzusehen. Also, die sollen sich auf ihre Kerngeschäfte beschränken, weil sonst führt es auch zu Interessenkonflikten. Ja? Wenn ich zum Beispiel von der Bank her einen falschen Eigenhandel mache und was Schlechtes eingekauft habe, dann kann ich das mit einem Fonds und in die Schuhe schieben. Ja? Das kann ich machen, das ist ja auch passiert. Ja? Und die Anleger, die merken das höchstwahrscheinlich gar nicht. Ja?
Und es ist auch nicht gut, wenn alles mit allem zusammenhängt, weil wenn dann irgendwo was passiert, will jeder schnell an Cash ran und dann jeder will verkaufen und das dissipiert dann durch die gesamte Finanzwelt durch. Dann diese Over-the-Counter-Geschichten, da gibt es ja jetzt Clearingstellen, also das heißt wenn bilaterale Aktionen da laufen, ja, Derivatgeschäfte und so weiter, dann haben die das ja bisher zwischen zwei Akteuren gemacht. War 80% des gesamten Derivatehandels, der ja nur von sehr, sehr wenigen Banken auch dominiert wird, 4 oder 5. Und da müssen die jetzt so zentrale Clearings stellen, müssen die das melden und so. Aber dadurch gibt es wieder neue Klumpenrisiken. Deswegen würde ich sagen, die dürfen einfach nicht einklagbar sein. Ja? Man macht da gar nichts, man sagt aber, wenn einer von zwei Akteuren sich nicht dran hält, könnt ihr nicht zu Gericht gehen und euch beschweren. Und in dem Moment hätte ich eine Schrumpfung dieses OTC-Handels um 60-70%, weil ja jeder jeden misstraut. Zu Recht, ja? Wenn es keine Handhabe gibt. Also da könnte man ein paar tausend Seiten an Verordnungen, Regularien, Durchführungsbestimmungen, technischen Standards und was man sich da alles hinter den Spiegelfassaden in Brüssel dann ausdenkt, hätte man sich schenken können. Gut, dann ein paar Verbote, ja, nicht? Gut Deutsch, ja, muss auch mal was verboten werden, ja. Also Leerverkäufe und Kreditausfallversicherungen würde ich einfach sagen, weg damit, ja. Und zwar egal, ob gedeckte oder nicht gedeckte. Wenn einer sich absichern will, soll er ein Future oder eine Option kaufen. Ende der Vorstellung. Weil mit Leerverkäufen kann ich Märkte manipulieren. Ja? Und vor allem, ich weiß ja gar nicht, ob ich das Geld habe. Ich behaupte etwas, das ist wie wenn ich in eine Spielbank gehe, ja, und ich sage, ich setze auf die 48. Da sagen die ja, wenn die nicht kommt, was machst du dann? Da sagt man ja, gucken wir mal weiter. Da sagt man ja, wie viel Geld hast du denn dabei? Ja, ein 100er. Ja, wenn du jetzt verlierst, kostet das doch so und so viel. Sagt er, ja, Prinzip Hoffnung. Ja? Bloch gelesen. Also, das heißt, bei den Leerverkäufen ist es ja so, ich sage ja, ich habe eine Aktie zum Beispiel nicht und sage, in 2 Wochen gebe ich dir 100 zurück. Woher weiß ich denn heute, was der Preis ist? Gell? Nehmen wir mal die VW-Aktie als Beispiel. Ja? Also das heißt, ich gehe ein Zahlungsversprechen ein, von dem ich überhaupt nicht weiß, ob ich es erfüllen kann. Ist doch unseriös. Ja? Deswegen Leerverkäufe, weg damit. Dann Finanztransaktionssteuer, sinnvolle Geschichte, weil die vor allem den Derivaten zu Leibe rückt, ja, und auch dem Hochfrequenzhandel, deswegen ist ja auch die Finanzbranche so stark dagegen und dann auch vielleicht eine in Abhängigkeit von der Haltedauer, ja, also zum Beispiel eine Haltedauer von einem Tag, das wäre doch die Superrevolution in dem Bereich, ja. Da könnte man gleich 30, 40, 50.000 Leute können nach Hause gehen, was Sinnvolles machen oder Urban Gardening oder so Sachen, ja. Mal was, naja, ist doch wahr. Mal was Vernünftiges produzieren und nicht nur so alle 3 Sekunden hin und her und rein und raus und so, ja. Also deswegen Haltedauer hielt ich auch für sinnvoll, so dass also zum Beispiel, wenn innerhalb von 2 Sekunden eine Aktie gekauft und wieder verkauft wird, fällt eine Finanztransaktionssteuer von 100% an. Ja? Genau, das würde einigen wehtun. Dann brauchen wir natürlich, letzte Folie sagen wir mal, ja, da muss man natürlich auch gegensteuern, also wir brauchen eine Vermögensabgabe, eine einmalige, ja, die kann richtig schmerzlich ausfallen, weil das ja immer nur relativ ist, ja. Also die Superreichen, für die ist es im Grunde egal, ob sie eine Null mehr oder weniger dahinter haben. Hauptsache, die Relation zum relevanten Nachbarn stimmt noch. Ja? Das ist ja im Großen und Ganzen so. Und wenn ich Leuten Geld wegnehme und dann dafür Aktien zurückkaufe, die sowieso besitzen, dann haben sie das Geld ja wieder, ja? In gewissem Sinne. Es ist trotzdem eine Enteignung, ist mir schon klar. Ja? Das ist schon sinnvoll. Dann brauchen wir in der EU Mindeststeuersätze, klar. Die gemeinsame konsolidierte Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage, um diese ganzen Tricksereien à la Luxemburg jetzt, ja, zu vermeiden und natürlich die Steueroasen austrocknen. Es geht im Grunde ganz einfach, ja. Und das, was man da jetzt ausgetüftelt hat in Berlin mit 50 Ländern, bin ich mal gespannt, ja. Das kommt ganz darauf an, was dabei rauskommt, von wie es konkret gemacht wird, ja. Das ist ganz entscheidend. Das kann wie immer totaler Stuss sein. Ja, bisher war es immer totaler Stuss. Es kann aber auch sein, dass was Vernünftiges dabei rauskommt. Deswegen war das von den investigativen Journalisten eine echt gute Idee, das jetzt rauszugeben. Ja? Also das war fast Snowden-Niveau, würde ich sagen. Dann elftens,
Wir müssen Insolvenzen zulassen, damit sie nicht eintreten. Ja? Paradoxe Formulierung. Banken müssen pleite gehen können und auch Staaten müssen pleite gehen können. Denn entweder einer ist der Dumme und Staaten verschulden sich hoch und sagen dann, ihr werdet uns schon raushauen, ihr Blödmänner, weil ihr Angst habt, dass dann die Eurozone zusammenbricht. Ja? Das ist eine reale Gefahr und das ist keine böse Unterstellung. Die Alternative ist, man sagt, okay, wir übernehmen die Schulden, wenn sie eintreten und damit sie nicht eintreten, haben wir einen EU-Finanzkommissar und der überprüft jede, jetzt übertrieben gesagt, jede Zahlung, die in einem Land erfolgt. Dann können wir aber die nationalstaatliche Demokratie abschaffen. Ist auch nicht gut. Ja? Deswegen muss ein Land pleite, auch ein Land und Banken. Ja? Und bei meinem Vorschlag werden die Banken ja zerkleinert. Und wenn die dann nur noch schlappe 100 Milliarden Bilanzsumme haben, da kann man die auch mal über die Wupper springen lassen. Und wenn die Kameraden das wissen, dann werden die sich das überlegen, ja? Ob sie dann so riskante Manöver und Verschuldungsprozeduren machen. Und jetzt ist ein Land pleite und jetzt hat es kein Geld mehr und jetzt verhungern alle. Ja? Das ist aber nicht zwangsläufig der Fall, denn ich kann ja zum Beispiel Parallelwährungen einführen. Und einigen gefällt es vielleicht dann besser, wenn ich sage, das ist ja im Grunde eine nationale Regio-Währung. Ja? Das ist es ja dann. Das heißt also, ein Land, zum Beispiel jetzt der Tsipras gewinnt, ja? Ich meine, jetzt hat er sich ja leider, würde ich fast sagen, schon wieder ein bisschen umorientiert, wenn man das so hört. Aber der sagt, passt auf, Freunde, wir zahlen so und so viel nicht. Dann sagt man, du bist ein Bösewicht, die Kapitalmärkte geben euch die nächsten 10 Jahre keinen Cent mehr. Und dann sagt er, da habe ich schon mit gerechnet, ist mir aber völlig egal, weil die griechische Zentralbank, die wird jetzt wieder Drachmen, ja, oder sonst was, gell, wird die ausgeben und das kann sie ja machen, wie sie Lust hat. Da hat ja die EZB nichts zu sagen und damit bezahle ich meine Staatsbediensteten, ja. Und dann sagen die, ja, können sie keine deutschen Kühlschränke mehr kaufen? Da sagt er, ja, genau, können sie nicht, dafür fahren sie vielleicht 2-mal mehr in Urlaub, ja. Und wo fahren sie in Urlaub? Natürlich in Griechenland, weil ja die Drachme woanders viel weniger Wert hat. Und dann könnte einer sagen, das ist ja eigentlich eine tolle Idee, das ist ja wie der Gedanke, wie von Regionalgeld der Gedanke. Ja? Und dann könnte man sagen, ja, Ziel erkannt. Ja? Also mit anderen Worten, meiner Meinung nach ist es keine reaktionäre Politik, wenn man pro Insolvenzen ist. Das ist für die insolvent gehen, oft die beste Lösung. Ja? Das ist einfach so. Und Parallelwährung und dann natürlich Verbraucherschutz, ja, kein Zertifikateverkauf, das ist eine blöde Idee, ja. Weil da ja eine Anleihe und eine Option verbunden wird und dann schummelt man dem Käufer da noch einiges unter. Ja. Leider ist der Zertifikateverkauf ja wieder auf Vorkrisenniveau, weit über 100 Milliarden. Ja. Und da verdient nur einer dran, die Bank. Nicht? Und es ist wirklich ärgerlich, dass auch die immer im Namen des Volkes zu agieren, ausgeben, also Volksbanken und Sparkassen, dass die wunderschönen Zertifikate verkaufen. Ja. Da geben sie den Leuten 1% mehr aufs Girokonto und für 3% ziehen sie ihnen wieder ab, indem sie ihnen Produkte unterjubeln. Was für Zertifikate? Es gibt gerade? Garantiezertifikate heißen die heute. Früher hießen die Gewinn oder so Zertifikate, gell? Und jetzt Garantiezertifikate. Das heißt, man kriegt das zurück, was man eingezahlt hat. Nicht? Dann gibt es natürlich Knockout und 1000 andere Sachen. Aber das ist jetzt beliebt. Und das ist eine schlechte Lösung. Das ist eine schlechte Geldanlage, ja? Ja, Provisionsverbote und dann natürlich die BaFin als Ombudsstelle. Ja? Das heißt, wenn man irgendwie vernatzt wurde, dass man bei der BaFin das melden kann und die müssen das verfolgen. Ja? Wir brauchen einfach eine Finanzpolizei. Ja? Das ist genau so, wie wenn mir einer reinfährt auf der Autobahn oder so, ja? Und dann rufe ich bei der Polizei an, dann sagen die, ja, sie können uns ja mal einen Brief schreiben, wir geben es dem Ombudsmann. Und von dem hören sie nie wieder was. Ja? Ich meine, da wird doch jeder sagen, das sind komische Zustände. Aber im Finanzbereich ist das der Zustand. Und wenn Sie vor Gericht gehen, haben Sie keine Chance. Ja? Haben Sie keine Chance. Und das ist nicht richtig. Ich meine, im Falle der HRE und Procon, es war schon lange klar, was da läuft. Und viele, viele Leute, ich bin richtig engagiert, weil mir ist bei der HRE auch passiert. Ja? Aber gut, Lernkosten. Ist es so gewesen, viele, viele bei Procon ja gut motivierte Leute, ja, die wollten den ökologischen Wandel und warum? Bei garantierten Abnahmepreisen soll so ein Unternehmen nicht 8% erwirtschaften, das war ja nicht unrealistisch, ja, war es ja nicht. Aber man hat die Leute ins Klappmesser laufen lassen und bei der BaFin haben sie schon längst gewusst, es sind auch unmögliche Zustände, ja. Deswegen würde ich da sagen, wir brauchen eine Finanzpolizei, ja, jetzt, Stichwort, gut.
Okay, also Werturteile, Narrativ, Verschuldung, Treiberfaktoren, Finanzreformchen, Reformagenda, Schluss. Machen wir noch eine Diskussion? Ja, klar.